Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei der digitalen Themenwoche Zeit für Forschung an diesem Donnerstagmorgen. Ich bin Klaas Tatje, Wirtschaftsredakteur der Zeit und zuständig dort für Mobilität. Meine Hoffnung ist, dass meine Flugscham in 45 Minuten vorbei sein wird, dass ich sie besiegen werde, zumindest dann, wenn ich meinen heutigen Gästen aufmerksam zuhöre. Emissionsfreie Luftfahrt, neue Antriebe und synthetische Kraftstoffe ist das Thema. Und ich freue mich auf die Diskussion mit Anke Kaiser-Pyzalla. Sie ist seit Oktober 2020 Vorstandsvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, einer Forschungseinrichtung mit 9000 Mitarbeitern. Zuvor war sie nicht nur Präsidentin der TU Braunschweig, sondern auch viele Jahre wissenschaftliche Geschäftsführerin am Helmholtz-Zentrum in Berlin. Nicht genug damit, als Unipräsidentin soll sie auch als DJ schon Techno aufgelegt haben. Und da frage ich mich natürlich, Frau Kaiser-Pyzalla, wie kam es dazu? Ja, wir haben das als eine Benefizveranstaltung gerne begleitet. Die Initiative ist vom Neo-Club gekommen, von Studierenden. Die hatten die Idee. Und das war natürlich auch für uns alle eine tolle Party, eine tolle Möglichkeit für die Uni zusammenzukommen. Und natürlich cool, weil alle Kolleginnen und Kollegen sich ja durch das Musikprofil auch nochmal von einer ganz anderen Seite gezeigt haben. Ja, das glaube ich sofort. Über den Musikgeschmack von Herrn Thum konnte ich in der Vorbereitung nichts lesen, wohl aber über seine Vita. Er ist Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Und zuvor war er mehr als 2 Jahre Manager bei Airbus, unter anderem als Werksleiter am Standort Bremen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie über slido.com diese Fragen stellen und ich versuche sie dann im Laufe der Veranstaltung auch einzufügen, je nachdem, wie es sich dann fügt. Zunächst würde ich Sie aber alle bitten, sich an folgender Umfrage zu beteiligen. Die hat 2 Fragen. Die eine ist, verzichten Sie aus Klimaschutzgründen innerhalb Europas häufiger auf das Flugzeug als früher? Ja, nein oder gelegentlich? Und die 2. Frage wäre, würden Sie häufiger fliegen, wenn der Antrieb klimaneutral wäre? Ja oder nein? Diese Frage sollen jetzt alle, die hier zuschauen, gern beantworten. Und die Auflösung erfolgt dann noch in dieser Sendung. Herr Thum, als Sie 2015 Werksleiter in Bremen waren, war Ihre größte Sorge vermutlich, das irre Wachstum irgendwie zu managen. Wie haben Sie denn da die Zäsur im vergangenen Jahr erlebt? Ja, Herr Tatje, die haben wir sehr brutal erlebt. Ich drücke mich mal ein bisschen salopp aus. Wir sind von einer leichten Überheblichkeit in tiefe Demut gefallen. Wir haben vor gut einem Jahr noch dramatisch um weitere Erhöhungen der Produktionsraten gekämpft, vor allem mit der A320-Familie. Und wir haben darum gekämpft, die Lieferkette aufrecht zu erhalten. Heute ist es anders. Wir müssen qualifiziertes Personal halten. Wir müssen um das Überleben unserer Branche eigentlich kämpfen. Und entsprechend geht es uns natürlich auch momentan nicht besonders gut, aber ich bin positiv. Ich nehme immer das Beispiel, die Luftfahrtindustrie ist Patient auf der Intensivstation, aber wir sind in stabilem Zustand und wir sind uns absolut sicher, gesund rauszukommen. Und wie ist das bei einer Forschungseinrichtung wie dem DLR, wenn man da plötzlich so eine Zäsur hat? Das wirkt sich ja vielleicht auch ein bisschen verzögert aus, aber die Unternehmen müssen sparen, der Staat muss sparen. Macht Ihnen das Sorge? Ja, wir sehen natürlich mit Sorge, dass es der Luftfahrtindustrie so schlecht geht. Wir sehen natürlich auch mit Sorge, dass die Potenzialträger sich möglicherweise dann für andere Industrien oder auch Studierende sich für ganz andere Fachrichtungen entscheiden könnten. Wir glauben aber, dass in einigen Jahren wir mindestens wieder auf dem Stand vor der Krise sein werden, was Flugbewegungen angeht, auch was Passagierzahlen angeht. Man sieht das ja jetzt schon in Asien, wie stark das dort schon wieder zugenommen hat. Und es wäre wirklich sehr, sehr schwierig, wenn es uns nicht gelingen würde, dieses Tal, in dem wir uns jetzt gerade finden, vernünftig zu mitigieren. Deswegen glaube ich, ist es gerade aus Forschungssicht wichtig, dass wir sehen, dass uns die Krise jetzt auch die Möglichkeit gibt, uns ganz besonders den zukunftsträchtigen Technologien zuzuwenden. Und dass das eine ganz fantastische Sache ist. Denn der Traum vom Fliegen, den werden wir auch weiter haben. Ich meine, für viele von uns war es jetzt furchtbar, wenn man jetzt, wie ich auch persönlich, Familie hat, die
so weit entfernt ist, dass es überhaupt keinen Sinn hat, da mit dem Auto hinfahren zu wollen. Ja, da kann man nur fliegen und die hat man jetzt schon ganz lange nicht gesehen. Und das ist schon auch was, was uns zumindest sehr berührt. Genauso wie die Tatsache, dass man jetzt fremde Länder nicht erfahren kann und dadurch auch ein Stück weit da einen Verlust auch der Empathie erlebt an vielen Stellen. Und deswegen ist das Fliegen einfach eine ganz wichtige Sache. Und deswegen lohnt es sich für uns immer wieder, uns dafür voll einzusetzen mit Forschung und auch mit neuen Technologien. Über welche Distanzen sprechen wir denn da? Sie haben wahrscheinlich nicht Lüneburg-München gemeint. Nee, aber ich glaube, innereuropäische Distanzen sind schon was, was für uns ein ganz erhebliches Zukunftspotenzial auch weiterhin hat. Aber natürlich auch, wenn Sie an die Geschäftsreisende denken, die von Hamburg nach München muss, dann macht es schon einen Unterschied, ob Sie da für die Termine jetzt an einem Tag wahrnehmen können oder ob Sie da mehrere Tage für brauchen. Ja, das glaube ich, muss man auch immer im Blick behalten, gerade bei dieser Strecke. Nichtsdestotrotz ist es ja auch schon immer so gewesen, dass kürzere Strecken dann auch durchaus stärker mit anderen Verkehrsmitteln wahrgenommen worden sind. Mhm. Herr Thum, ich habe im vergangenen Jahr den Lufthansa-Chef begleitet, vor allem auch 2019. Und da war seine größte Sorge die gesellschaftliche Legitimation. Also wie kann man dieses Wachstum aufrechterhalten und auch das den Kindern gegenüber rechtfertigen und den Fridays for Futures-Aktivisten? Dann kam diese Zäsur und jetzt fragt man sich ja bisweilen, kann sich die Branche Klimaschutz überhaupt leisten in dem Maße, in dem es notwendig wäre? Wie können Sie mit diesem Zwiespalt umgehen, dass man einerseits sagt, natürlich müssen wir wieder auf einen Wachstumspfad kommen, wir müssen aber auch weiter die Kosten im Griff haben und zugleich Milliarden investieren in die künftigen Antriebe? Das ist ein guter Punkt, aber ich will damit anfangen. Dieses Investieren in Klimaschutz, in klimaneutrales Fliegen haben wir lange zuvor begonnen. Und wir wissen, klimaneutrales Fliegen wird für uns Voraussetzung sein, um überhaupt auf Dauer am Weltmarkt bestehen zu können. Das heißt, die Frage stellt sich nicht, ob wir das tun. Und ich habe gerade unsere Zahlen für die Branche für das Jahr 2020 aufbereitet. Wir haben immer noch eine Investitionsquote von 10%, deutschlandweit 2-3%. Das heißt, wir sind nach wie vor sehr stark am Investieren. Für uns ist das Thema klimaneutrales Fliegen eine Garantie, dass wir auch auf Dauer wachsen können. Und das Thema ist, wenn Sie jetzt mit Herrn Spohr sprechen, die Wachstumsmärkte liegen ja nur bedingt in Europa und Nordamerika. Die Wachstumsmärkte liegen weltweit, heutzutage eher in Asien, morgen wahrscheinlich in Afrika. Wenn die Leute sich das Fliegen wieder leisten können oder wenn sie es überhaupt leisten können, besteht der Drang, die Welt zu entdecken. Und davon leben wir und deswegen müssen wir, das ist die einzige Chance, auch Richtung klimaneutrales Fliegen kommen. Ja, und es gibt ja auch sehr gute Gründe für die Unternehmen selbst, weil man ja weiß, ein Drittel der Kosten sind bei vielen Fluglinien allein das Kerosin. Wenn man an der Schraube irgendwie drehen könnte, würde das den Unternehmen ja enorm helfen und dann eben auch dem Klimaschutz. Ja, lassen Sie mich da genau reingehen. Also das hören viele ungern, aber bei uns, wir sind wahrscheinlich eine der ganz wenigen Branchen, wo ökonomische Ziele und ökologische Ziele deckungsgleich sind. Die Motivation ist in beiden Fällen gegeben und jedes Kilo Gewicht am Flugzeug spart CO2-Emissionen. Jede Triebwerksoptimierung bringt CO2-Emissionen nach unten und es rechnet sich ökonomisch wie ökologisch. Und insofern können wir heute schon sagen, dass über 90% unserer Investitionen, unserer Forschungsentwicklung in Richtung Klimaneutralität gehen, weil das Einzige, was die Airlines wirklich haben wollen, ist, möglichst wenig Treibstoff zu verbrauchen, denn es ist der Kostentreiber. Mhm. Ja, Entschuldigung, wenn ich dazu fügen darf, das war ja auch schon immer sehr erfolgreich. In jeder Flugzeuggeneration ist es ja gelungen, 10-15% Treibstoff zu sparen und damit auch Emissionen zu senken. Also es ist ja ein Modell, was sich schon über viele Jahre als erfolgreich dargestellt hat. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt natürlich unsere Anstrengungen noch mal deutlich verstärken. Mhm. Frau Kaiser-Pützell, haben Sie denn eine Idee, warum diese Debatte jetzt noch mal so Fahrt aufnimmt? Ich würde sagen, in den letzten Wochen ging die schon wieder mächtig los und vielleicht auch am letzten Sonntag. Ja, ich glaube, dass es natürlich jetzt auch eine Zeit ist, in der viele politische Signale gesendet werden.
Auf der anderen Seite hat natürlich auch die Debatte um neue Kraftstoffe jetzt durchaus durch auch wissenschaftliche Ergebnisse, aber auch durch die entsprechenden Überlegungen, wie man beispielsweise Wasserstoff großflächiger einsetzen kann, deutlich an Fahrt aufgenommen. Und für uns als DLR, wir haben ja, finde ich, durchaus spektakuläre Ergebnisse, gerade in letzter Zeit, gemeinsam auch mit der Industrie gehabt, gemeinsam mit Flugzeugherstellern, in dem Fall Airbus, aber auch Neste, seitens des Treibstoffs, indem wir jetzt tatsächlich mit 100% Biotreibstoff einen Airbus haben fliegen lassen können. Früher hat man das mit 50% gemacht, weil das noch den entsprechenden Zulassungen entsprochen hat. Wir haben jetzt Sondermöglichkeiten gekriegt mit 100%. Das ist schon was ganz Besonderes. Und wir konnten dann mit unserer Falcon im Forschungsflugzeug hinterherfliegen und konnten uns da eine ganz erhebliche Reduzierung der Emissionen angucken. Und das betrifft eben nicht nur CO2, das betrifft auch NOx, das betrifft Aerosole, Ruß und natürlich entsprechend dann auch Kondensstreifenzirren. Und das waren wirklich spektakuläre Ergebnisse, die auch durchaus hohes Medienecho erfahren haben. Mhm. Nun gibt es ja die Klimaskeptiker, die immer dann ganz groß werden, wenn sie sagen, ja, aber. Und man könnte nun anfügen, ja, aber kann man denn das auch ausrollen auf eine ganze Industrie? Oder sind das so einzelne Versuche, die schön sind zum Vorzeigen, aber eben nicht großen Anklang finden können weltweit? Grundsätzlich ist es ja so, dass auf eben dieser Basis die sogenannten Drop-in-Kraftstoffe, das heißt der Verschnitt der Jet-Kraftstoffe mit zum Beispiel Biokraftstoffen oder auch mit synthetischen Kraftstoffen schon jetzt zu einer erheblichen Reduktion der Emissionen führt und dass es dazu ja auch schon Regulierungen gibt in Europa. Und eine kluge Frage ist natürlich jetzt, wie man ohne Wettbewerbsverzerrung so etwas dann auch als Signal in die Welt setzt, wie und damit dann auch entsprechend umgehen zu können. Es ist ja ganz klar, wenn man sowas nur auf kleinere Regionen bezieht, dann wird das Einflüsse haben darauf, wo getankt wird, wo die Hubs aussehen und so weiter und so weiter. Das ist hochgradig problematisch, sondern man braucht da natürlich schon globale Absprachen und globale Regulierung. Und das ist natürlich was, wo die Politik gefragt ist. Ein anderer Punkt, wo die Politik auch gefragt ist, ist, wie, was Sie angesprochen haben, die Frage der Hochskalierung. Ja, wir haben derzeit Biotreibstoffe gar nicht in dem Maße verfügbar, wie es wünschenswert ist. Das Gleiche gilt für synthetische Kraftstoffe, die man nochmal deutlicher bearbeiten kann, verarbeiten kann im Hinblick auf eine Minimierung etwa von Rußteilchen. Auch dort arbeiten wir gerade als DLR daran, dass wir zukünftig eine Pilotfabrik bekommen, in der man dann im vorindustriellen Maßstab diese Treibstoffe herstellen kann. Damit wollen wir natürlich dafür sorgen, dass man dann auch ganz bald in industriellen Maßstab und zu entsprechenden Preisen dann zu diesen synthetischen Kraftstoffen kommt. Und da braucht es natürlich auch noch Regulierung. Regulierung ist natürlich auch immer was, wo der Gesetzgeber aktiv werden muss. Herr Thum, die Bundesregierung ist ja aktiv geworden. Da gibt es zum Beispiel die Power-to-Liquid-Roadmap. Mögen Sie einmal den Begriff erklären, was dahinter steckt? Ja, also Power-to-Liquid heißt im Endeffekt, elektrische Energie zu verwenden, um synthetische Kraftstoffe herzustellen. Das kann Wasserstoff, das können flüssige Kohlewasserstoffe sein. Das passiert im Endeffekt durch grünen Strom und anschließende chemische Verfahren. Und es ist natürlich klar, die theoretisch beste Lösung wäre, batterieelektrisch zu fliegen. Denn in Batterien können Sie den erzeugten Strom direkt einbringen mit wenig Verlusten. Wenn Sie Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten, geht schon einiges an Energie verloren. Und dann gibt es einen zweiten Schritt, wenn Sie daraus wieder flüssige Kohlenwasserstoffe machen, ist es energieintensiver. Aber, das muss man klar sagen, die Batterien sind mit all dem, was wir heute wissen und was wir heute abschätzen können, einfach viel zu schwer, um damit Energie im Flugzeug zu transportieren. Wir brauchen also flüssige Kohlenwasserstoffe oder flüssigen Wasserstoff, also sehr kalt, aus heutiger Sicht, um fliegen zu können. Und genau das beschreibt die PTL-Roadmap, denn Frau Kaiser-Pizzella hat es vorhin angesprochen, wir müssen jetzt die Technologien hocheskalieren. Die technischen Wege sind bekannt, die sind seit vielen Jahrzehnten bekannt.
Aber wir müssen jetzt das in einen industriellen Maßstab bringen. Wir müssen die Anlagen immer größer machen. Und um auch das klar zu machen, wir werden dieses Energie auch importieren müssen. Deutschland hat nicht genug Sonnenschein, auch aus geopolitischen Gründen. Deswegen haben wir die PTL Roadmap zum Beispiel auch zusammen mit dem Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit gemacht. Mhm. Nun kommt hier gerade eine Frage, die fragt nach einem Projekt, das nennt sich Lilium. Da geht es darum, Kurzstreckenluftverkehr in elektrisch angetriebenen 6- bis 10-sitzigen Lufttaxis zu machen. Könnte da die Batterie dann eine Rolle spielen oder ist das eher Science Fiction aus Ihrer Sicht? Um das klar zu sagen, hier spielt die Batterie eine Rolle. Das Lilium-Flugzeug, ähnlich wie Volocopter, sind für sehr kurze Strecken gemacht und die Batterie kann aus heutiger Sicht für kurze Strecken und kleine Flugzeuge eine Alternative sein. Sie ist wahrscheinlich dann auch die beste Alternative. Sie hat die geringsten Energieverluste. Das heißt, wer sich ein bisschen mit Lilium auseinandersetzt oder Volocopter, die haben Batterien dabei und für diese Strecken und diese Geschwindigkeiten, die die zurücklegen, reicht Batterie aus. Aber das sind natürlich die Kurzstrecken. Da kommen wir immer wieder in die Diskussion, öffentlicher Nahverkehr oder Kurzstrecke. Bei Mittel- bis Langstrecken haben Sie eben die Chance nicht, die komplette Energie für die Reise mitzunehmen. Frau Kaiser-Pützeller, welche Rolle hat denn Wasserstoff? Das ist ja jetzt der neue Wunderstoff. Der ist zwar wahrscheinlich eines der ältesten Elemente, die es überhaupt gibt, aber plötzlich hat die Menschheit ihn neu entdeckt. Wie verfolgen Sie diese Debatte und warum kommt die ausgerechnet jetzt? Das irritiert ein bisschen, denn wie Herr Thum schon ausführte, diese Sachen gibt es alle seit Jahrzehnten in der Diskussion. Aber jetzt scheint der Moment, wo irgendwas auch skaliert werden kann. Oder wie erklären Sie das? Ja, Wasserstoff hat natürlich ein ganz hohes Potenzial, was Emissionsminderung angeht. Dadurch, was Stickoxide angeht, was CO2 angeht. Aber das müssen Sie, Entschuldigung, einmal kurz ausführen, weil Sie es ja können, im Gegensatz zu einem Journalisten. Woran liegt das? Das liegt vielleicht daran, dass der so viel Energie hat, dass er dem CO2 ein Molekül entreißt und dann dieses Atom etwas weniger oder das Molekül etwas weniger gefährlich macht als sonst so in der Atmosphäre? Ja, wir haben bei Wasserstoffantrieben im Wesentlichen halt Wasser als die entsprechende Emission, was nur dann ein Problem darstellt, wenn wir dadurch bedingt Eiskristallbildung haben. Diese Eiskristallbildung, das ist das, was man immer so sieht, wenn man Zirren sieht. Ja, das ist, glaube ich, beobachtet ja jeder. Wenn viel Flugverkehr ist, bilden sich viele Zirren. Die Zirren haben eine relativ kurze Lebensdauer von nur wenigen Stunden, tragen sich desto trotz aber auch erheblich zur Erwärmung bei. Und deswegen ist das mit dem Wasserstoff nicht ganz so perfekt, wie man sich im ersten Moment dann mal vorstellt. Und gerade die Entstehung von Zirren schauen wir uns an und auch die Frage, wie man zum Beispiel Flugrouten entsprechend optimieren kann, dass man diese Erwärmung in Gebiete legt, wo das Ganze weniger kritisch ist. Der Wasserstoff hat aber bei sozusagen allen Wundereigenschaften, die er so hat, durchaus Herausforderungen für uns im Bereich des Flugzeugbaus, weil die volumenbezogene Energiedichte um Faktor 4 kleiner ist als beim Kerosin. Das heißt, sie brauchen viel größere Tanks. Ja, und der Wasserstoff, jeder, der mal Wasserstoff gehandelt hat, kennt das, ist wirklich ganz schwierig in Fragen der Betankung, in Fragen der Sicherheit bei der Betankung und so weiter. Und da kennen wir uns aus dem Bereich Raumfahrtantriebe. Aber das bedeutet natürlich, wenn Sie das großflächig auf entsprechenden Flughäfen verwenden wollen, heißt das, dass man ganz erhebliche Änderungen auch an der Infrastruktur machen muss. Ganz anders als das bei den Sustainable Aviation Fuels, die wir uns derzeit ja anschauen, der Fall ist. Deswegen sind diese Sustainable Aviation Fuels, also Biofuels und auch die Power to Liquid, von denen vorhin Herr Thun sprach, etwas, was sehr viel eher in die Anwendung kommt, denn Wasserstoff. Aber Wasserstoff ist natürlich ein großer Hoffnungsträger, weil es ja insbesondere im ganzen Bereich Wasserstoffwirtschaft dann die Luftfahrt ein Teil des Ganzen ist. Und damit das langfristig, wenn man auf die Wasserstoffwirtschaft guckt, natürlich eine ganz fantastische Sache. Aber bis dahin ist ein weiter Weg zu gehen und viel zu forschen. Aber der große Vorteil ist auch, dass es eben CO2 bindet in der Produktion, ne?
Natürlich auch, wenn es grüner Wasserstoff ist. Da ist natürlich auch immer die Frage, welche Wasserstoffherstellungspfade man da entsprechend beschreitet. Herr Thun hat ja vorhin schon dazu ausgeführt. Und das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, den es da auch zu bedenken gibt. Herr Thum, ich war eine Zeit lang in Brüssel, so 2008, und da gab es eine Debatte schon damals um Biotreibstoffe, die gab es damals fürs Auto, und die waren plötzlich überhaupt nicht mehr beliebt, weil es eine Nahrungsmittelkrise unter anderem in Afrika gab und die Preise inflationär stiegen und man dann so tat, als würde man das Getreide in den Tank füllen. Und teilweise ist es ja auch passiert, der Mais zum Beispiel. Nun fragt hier jemand, ich verstehe, dass Einsatz von Biotreibstoffen mit der Nahrungsversorgung der Weltbevölkerung in Konkurrenz treten kann. Können Sie das kommentieren, Herr Thum? Das mache ich sehr gerne. Also die Biokraftstoffe sind für uns bestenfalls eine Zwischenlösung, weil sie haben natürlich sofort die Teller-Tank-Diskussion. Deswegen gibt es auch die PTL-Roadmap, wo wir wirklich sagen, wir wollen aus grüner Energie, letztendlich grünem Strom, sie können aber auch durch Sonneneinwirkung Wasser direkt spalten, über die Wasserstoffkette zu flüssigen Kohlenwasserstoffen kommen, sprich Kerosin. Das heißt, wir sind industrieseitig ganz klar der Überzeugung, dass Biokraftstoffe nicht die Lösung sind, sondern getreu dem Motto, die Sonne stellt keine Rechnung, müssen wir grünen Strom erzeugen. Deswegen hatte ich vorhin auch darauf hingewiesen, es wird nicht in Deutschland alles möglich sein. Wir importieren bisher sehr viel Energie. Statt fossiler Energie werden wir in der Zukunft grüne Energie importieren müssen. Aber Biokraftstoffe, wie gesagt, es kann Ausnahmen geben, wenn sie jetzt Abfall zu Biokerosin verarbeiten. Aber alles andere ist extrem schwierig. Und deswegen klar unsere Botschaft, wir müssen auf die PTL-Roadmap gehen, mittel- bis langfristig. Und wenn Sie von Import sprechen, denken Sie dann an so Projekte wie Desertec, das mal angedacht war, um Strom aus Afrika zu importieren? Man könnte da ja auch Hydrolyse machen und dann den Wasserstoff in Pipelines unter Mittelmeer durchführen. Genau das ist das Thema. Es ist bedauerlich, dass Desertec momentan nicht wirklich weiterläuft, aber ich habe gerade gesehen, dass auch privatwirtschaftlich jetzt gerade in Saudi-Arabien Anlagen entstehen, wo Sonnenstrom erzeugt werden kann im Bereich 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt ganz klar, wir müssen in die Gegenden der Welt gehen, welche Wind und Sonne haben. Und um es auch klar zu machen, das hat auch eine geopolitische Bedeutung. Denn wenn wir auf Dauer fossile Kraftstoffe ersetzen wollen durch synthetische grüne Kraftstoffe, müssen wir das auch unter geopolitischen Aspekten sehen und können nicht sagen, ja, das machen wir jetzt alles autark. Deswegen die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es gibt Startups wie Cafenia, das ich mir mal angeschaut habe, zu Jahresanfang. Die forschten jahrelang vor sich hin, ehe dann das nötige Forschungsgeld für Versuchsreaktoren kam. Sind wir in Deutschland zu zögerlich, Frau Kaiser-Pützeller? Dauert das zu lange manchmal? Wir wünschen uns natürlich immer alle, dass es schneller geht. Nichtsdestotrotz muss man auch immer sagen, es gibt auch immer unterschiedliche Ansätze, Probleme zu lösen. Und mitunter muss man eine ganze Zeit daran arbeiten, diese Ansätze umzusetzen, bis man dann sieht, welches dann wirklich der konkurrenzfähige Ansatz ist. Insofern ist da natürlich schon immer die Frage der Marktreife. Auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wie unterstützen wir Startups am effizientesten? Das ist eine Frage, die wir uns als DLR auch durchaus stellen. Wir haben eine erfreuliche Zahl an Startups, gerade im Energiebereich. Wir arbeiten ja auch an den Concentrating Solar Plants, also an der Nutzung von Sonne zur Herstellung von Wasserstoff. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jetzt die Unterstützung der Start-ups deutlich zu verstärken, indem wir als neues Vorstandsressort ein Ressort für Innovation, Technologietransfer und Forschungsinfrastrukturen aufgesetzt haben, das ein Kollege leitet, Herr Professor Lemmer, der viel Erfahrung aus der Industrie mitbringt, aus dem Technologietransfer mitbringt, ganz besonders auch aus dem Bereich der Energie und des Verkehrs. Und, Sie haben eins vergessen, Herr Lemmer wird morgen bei Zeit für Forschung auftreten.
Richtig, genau, das haben wir mir sogar aufgeschrieben. Entschuldigung, wir haben recht. Ja, genau, zum Thema Wasserstoff, weil er ist auch ein Wasserstoffbahn. Ja. Und ja, da wird er sicherlich gerne noch mehr dazu sagen. Wir sehen natürlich Themen in der Unterstützung von Start-ups, wenn es an die Frage von Lizenzen geht und wenn es auch da auch an die rechtlichen Rahmenbedingungen geht, wie wir Start-ups unterstützen dürfen, ohne dass wir damit die Konkurrenz Mechanismen auf dem Markt in irgendeiner Form beschädigen. Das muss man ja auch immer wieder sehen. Und das ist eine Frage, der wir uns jetzt systematisch immer weiter nähern werden, wie es auch viele andere große Forschungsorganisationen tun. Eine ökologische Falle, so will ich es mal nennen, hat ja jemand zum Thema gemacht, nämlich den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, dass diese Effizienzgewinne aufgefressen werden durch ein zusätzliches Wachstum, das ja jetzt auch sicherlich kommen wird nach Corona, weil jeder unbedingt mal wieder verreisen möchte. Herr Thum, wie denken Sie darüber, über diese Gefahr? Wenn Sie Richtung klimaneutrales Fliegen gehen, und zwar 100% klimaneutral, dann ist diese Gefahr weg. Natürlich ist es so, dass Sie mit den bisherigen Einsparungen, die Sie durch Triebwerkseffizienz hat, die Sie durch bessere Aerodynamik, leichtere Flugzeug haben, dass die sehr schnell aufgefressen wird von zusätzlichem Wachstum. Deswegen ganz klar unsere Strategie, weiter voranzugehen und klimaneutral zu sein. Das geht, wie gesagt, bei kleinen Fliegern, wie Sie es eben jetzt mit Lilium genannt haben, aber es gibt auch andere Projekte, die für den Kurzstreckenbereich batterieelektrisch sind. Und dann muss der verbleibende Treibstoff definitiv klimaneutral erzeugt und verwendet werden. Das heißt, der Rebound-Effekt hat uns in der Vergangenheit sicherlich einiges gekostet, weil wir nicht schnell genug waren im Fortschritt der technischen Lösungen. Aber deswegen jetzt klar der Weg, komplett klimaneutral zu fliegen und deswegen auch PTL, batterieelektrisch oder in Verbindung mit Brennstoffzellen zu arbeiten. Das sind die Wege der Zukunft, um wirklich 100% klimaneutral zu sein. Gab es eigentlich schon Erhebungen darüber, was da jetzt gespart wurde in den letzten Monaten? Also der Beitrag lag ja immer so um 3% der Luftfahrtindustrie. Im letzten Jahr war er wahrscheinlich ein Bruchteil davon. Sie müssen diese Sachen relativ sehen. Also wenn Sie mal weltweit sehen, müssen Sie einfach erstmal heute feststellen, in China ist innerchinesisch der Luftverkehr schon wieder weit über 100% dessen, was er 2019 war. Insofern ist es klar, Sie haben regional, vor allem in Europa, Europa ist am schlimmsten betroffen von der Pandemie, aber auch von den Regelungen, durchaus diese 3% fast eingespart. Wir hatten einen Einbruch im Luftverkehr um teilweise über 90%. Der Frachtverkehr ist relativ wenig. Das heißt, von den 3%, das ist dann praktisch weg gewesen. Und das wird langsam wieder kommen, aber nicht in voller Höhe. Denn eines ist klar, die Airlines werden jetzt als erstes die modernsten und damit die treibstoffeffizientesten Flieger wieder einsetzen. Und eine alte Regel, ich habe sehr lange für Airbus gearbeitet, war, ein Flugzeug, das einmal in der Wüste steht, um dort geparkt zu sein, kommt nur in Ausnahmefällen zurück. Es werden immer die modernsten Flugzeuge genommen. Und einfach um eine Zahl zu nennen, ein modernes Flugzeug verbraucht ungefähr 2 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer. Das ist bereits 80% weniger, als das zu Beginn des Jetzeitalters war. Und das waren vor 20 Jahren 3,5, ne? Wesentlich mehr. Ja. Neue Flugzeuge waren vor 20 Jahren bei 3,5. Sie müssen immer dann sehen, was der Flottendurchschnitt bedeutet. Der Flottendurchschnitt lag deutlich höher. Und wie gesagt, je mehr neue Flugzeuge Sie verwenden, desto niedriger wird natürlich dann auch der Flottendurchschnitt. Und im Endeffekt, es zählt nur der Flottendurchschnitt. Das heißt, zum Vorreiter für die globale Kerosinsteuer werden Sie nicht, weil Sie sagen, das braucht man einfach nicht, das Instrument. Der Anreiz ist intrinsisch fast gegeben bei einer Luftfahrtgesellschaft. Er ist intrinsisch gegeben, aber um es klar zu sagen, Sie haben ein Wort gesagt, globale Kerosinsteuer. Sobald es eine globale Regelung gibt, sind wir dabei. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, Treibstoff muss so günstig wie möglich sein. Aber es muss eine globale Lösung geben. Deswegen, wir sind klar gegen nationale Lösungen, weil Frau Professor Kaiser-Pizzella hat es vorhin schon angesprochen, das führt nur zu Tanktourismus. Das heißt, Sie haben Airlines außerhalb Europas, die dann mit vollem Tank, was noch aufwendiger ist, nach Deutschland fliegen, Passagiere einladen und mit dem noch gefüllten Tank wieder zurück. Sie haben anderen Verkehr. Also wesentlich für uns ist,
Wir sind absolut dafür, dem Fliegen seinen Preis zu geben. Allerdings, es muss immer global gemacht sein, um nicht lokal nur die eigenen Luftverkehrsgesellschaften aus dem Wettbewerb rauszunehmen und alle anderen fliegen von außen rein. Das sagt die Finanzindustrie ja auch immer bei Finanztransaktionssteuer und dergleichen. Ist natürlich auch ein Argument, was einerseits stimmt, andererseits aber auch dafür sorgt, dass es möglicherweise nie kommt. Haben Sie denn mit Frau Baerbock schon mal drüber sprechen können? Haben Sie der das verdeutlichen und vielleicht sie auch schon so ein bisschen umkehren können in ihrer Haltung? Wir sprechen sehr wohl mit den Grünen. Wir haben, also ich habe mit Frau Baerbock selbst noch nicht gesprochen. Wir hatten aber gerade letzte Woche eine interessante Diskussion mit der Fraktionsvorsitzenden und der Fraktion der Grünen in Bayern. Wir machen das jetzt mit Hamburg. Und da muss man noch klar sagen, auch die Grüne Partei weiß, dass in einer globalen Welt Flugverkehr notwendig sein muss. Wir streiten uns auch nicht darum, Kurzstreckenverkehre rauszunehmen. Also Linien wie, ich sage mal jetzt mal Nürnberg-München oder sowas, muss nicht sein. Berlin-Frankfurt sind mittlerweile eingestellt. Also wir sind auch als Industrie ganz klar dafür, für ein vernünftiges, bewusstes Fliegen und nicht für 9,99 Euro am Wochenende nach Mallorca. Das ist nicht unser Ziel. Aber Leute kennenlernen, in einer globalen Welt Wirtschaftsbeziehungen ausbauen, bedeutet, dass man auch auf Dauer fliegen wird. Und mit den Grünen, mit denen wir sprechen, in vielen Dialogen, im letzten Jahr haben wir es mit der Grünen Fraktion hier im Bundestag gemacht. Wie gesagt, jetzt gehen wir auch nochmal in die Landtage. Sind Sie sich durchaus der Problematik bewusst? Und es gibt natürlich dann immer noch öffentliche Diskussionen, die etwas anders getrieben sind. Mhm. Frau Kaiser-Pützalla, was können Sie sich denn wünschen von der neuen Bundesregierung? Von der man noch nicht weiß, welche Konstellation sie hat. Aber umso neutraler können Sie jetzt die Wünsche formulieren. Also ich würde mir erstmal wünschen, dass alle Parteien, Herr Thun hat das ja gerade schon angesprochen, weiterhin so interessiert sind an den wissenschaftlichen Ergebnissen, was das Thema zukünftiger Luftverkehr angeht, dass sie sich auch weiterhin alle darüber Gedanken machen, wie sie wissenschaftliche Ergebnisse und dann auch globale wirtschaftliche Überlegungen als Basis für Entscheidungen nehmen und möglichst auch Entscheidungen mit einer gewissen, Sie haben das vorhin selbst angesprochen, Herr Tatje, mit einer gewissen Schnelligkeit auch treffen. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, neben dem Thema der Antriebe würde ich mir wünschen, dass man auch darauf guckt, wie es global mit dem Thema klimawirkungsoptimierte Flugtrajektorien aussieht. Wie und bitte? Auch, klimawirkungsoptimierte Flugtrajektorien. Also wie lässt man Flugzeuge über Routen fliegen, wo sie möglichst wenig klimaschädlich sind? Ah. Solche Routen, jetzt habe ich es begriffen. wo die Erwärmung sozusagen auch für das lokale für lokale Phänomene die geringsten Auswirkungen hat. Mhm. Und da spielt natürlich auch eine Frage, wie man da entsprechend den Flugverkehr automatisiert und auch damit sozusagen weiter optimiert. Mhm. Wenn man sich so richtig die Zähne ausbeißen will, kann man ja auch immer den Single European Sky fordern. Ja. Tut man das denn noch beim BDLI oder hat man es einfach aufgegeben? Nein, wir geben es nicht auf. Also um das klar zu sagen, das sind low-hanging fruits und wir müssen uns dem Thema stellen. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Diskussion um Klimaschutz haben auch die Politiker europaweit verstanden, dass man hier etwas tun muss. Das sind irgendwas zwischen 5% und 10%, keiner weiß es so genau, die man durch eine einheitliche Flugsteuerung in Europa erzielen kann. Mhm. Es ist wirklich eine Schande, dass die europäische Politik das Thema bisher nicht angenommen hat. Es gibt keine einfachere Energieeinsparmaßnahme als dieses. Mhm. Aber es wird mehr und mehr verstanden und einer meiner ehemaligen Vizepräsidenten im BDLI ist mittlerweile Chef der deutschen Flugsicherung. Insofern hoffen wir natürlich auch auf der Ebene weiterzuarbeiten. Aber um es klar zu sagen, das ist eine rein politische Entscheidung und die ist aus vielerlei Gründen seit Jahrzehnten nicht erfolgt. Sie ist längst überfällig. Da geht es also darum, dass man nicht im Zickzack durch Europa fliegt, weil es zum Beispiel militärische Sicherheitszonen gibt und dergleichen mehr, ne?
Da gibt es im Grunde Grenzen im Luftraum, geschlossene Grenzen. Ja, aber es gibt auch dann einen Fluglotsen, der in einem Land sitzt und der sagt, ich lasse dich lieber über jenes Land fliegen, weil in dem Land kriegt ja dann dieses Land auch noch eine Überfluggebühr und, und. Also es gibt hier sehr viele Gründe. Das Thema ist diffizil, das gebe ich zu, aber ich sag mal, in den USA funktioniert es und USA ist ein bisschen größer als Europa. Wir haben es schon so ein bisschen gestriffen, aber ich frage nochmal ganz direkt, weil die Frage einfach hier auch nochmal aufkommt. Wie sehen Sie die aktuell losgetretene Diskussion rund um Kurzstreckenflüge? Ist das eine Diskussion, die Sie erfreut, weil Sie sagen, es ist immer gut, wenn man über das Fliegen redet, oder sagen Sie, das ist überflüssig, da brauchen wir nicht drüber reden? Das ist eine sinnvolle und notwendige Diskussion. Mein Kollege vom Verband der Luftfahrtindustrie hat ja jetzt gerade auch mit der Bahn zusammen einen Pakt aufgelegt, um noch mehr Anbindungen über die Bahn möglich zu machen. Es gibt auch aus Sicht der Airlines keinen Sinn, einen Flug Nürnberg-München aufrechtzuerhalten oder einen Flug Frankfurt-Berlin. Die Airlines zahlen dabei definitiv drauf. Der Punkt ist nur, der normale Passagier, ich nehme jetzt mal einen aus Nürnberg, der möchte natürlich am liebsten in Nürnberg einsteigen, seinen Flugkoffer abgeben und dann fliegen bis wohin auch immer in der Welt. Der hat keine Lust, irgendwo mit der U-Bahn zum Bahnhof zu fahren, dann mit der Bahn in München zum Hauptbahnhof, vom Münchner Hauptbahnhof mit der S-Bahn irgendwo raus und dann seinen Koffer irgendwie zu transportieren. Das heißt, wir fordern diese Diskussion, wir halten sie für richtig und wichtig, aber dazu gehören dann auch wieder Sachen wie die Flughäfen vernünftig anzubinden, Einchecken zum Beispiel schon im Zug zu ermöglichen. Unsere Industrie lebt nicht von den Kurzstreckenflügen dazwischen und das, was gerade auch Frankreich macht, was ja immer wieder erwähnt wird, diese Flüge gibt es in Deutschland fast schon nicht mehr. Es gibt eben Berlin, Frankfurt schon nicht mehr. Und alles, was bis 3-4 Stunden im Zug ist, hätten wir liebend gerne im Zug und nicht im Flieger. Mhm. Herr Thum, haben Sie denn durch die Pandemie auch so ein wenig das Reiseverhalten verändert? Verzichten Sie innerhalb Deutschlands jetzt auf Flüge? Ich muss da auch als Vertreter der Luftfahrtindustrie zugeben, ich bin stolzer Besitzer einer Bahncard 100. Ich verzichte also in der Pandemie nicht mehr auf Flüge als zuvor. Allerdings war ich in der Pandemie weniger Bahn, weil wir doch jetzt mehr online sind. Nein, Fakt ist, es gibt für relativ kurze Strecken in Deutschland nichts Bequemeres, als den öffentlichen Bahnverkehr zu nutzen. Und natürlich, wenn ich jetzt zu großen Kongressen nach USA oder wohin fahre, fliegen wir, aber wir machen es bewusst. Und das kann man nur für alle sagen. Fliegen Sie bewusst und dann mit gutem Gewissen. Hm. Es gab ja eine Umfrage, da gibt es auch Ergebnisse, die müssten mal eingeblendet werden. Dann kann ich Ihnen nicht sagen, wie all die anderen das sehen, die hier zuschauen. Da gab es überwältigende Mehrheiten. Die werden gleich sicher kommen. Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Kaiser-Pützeler? Oh, Entschuldigung, da ist es ja wie bei Wetten, das früher, wenn dann der TED kommt. Verzichten Sie aus Klimaschutzgründen innerhalb Europas häufiger auf das Flugzeug als früher? Sagen 55% ja, 30% sagen gelegentlich und nur 15% sagen nein. Und auf die andere Frage gab es auch eine deutliche Mehrheit. Ich glaube, da geht dann daraus hervor, dass die Leute ganz überwiegend bereit wären, ihr Flugverhalten zu ändern, wenn sie wüssten, es ist klimaneutral. Liegt auch auf der Hand. Also da braucht man kein schlechtes Gewissen mehr haben. Wie geht es Ihnen denn, Frau Kaiser-Pützeler? Wo ist die Schmerzgrenze bei der Fahrt, wo Sie sagen, ich steige jetzt lieber ins Flugzeug als in die Bahn? Geht das in Deutschland los oder muss man schon Richtung Paris und London gucken? Ja, das hängt natürlich so ein bisschen von der Streckenlänge ab. Ne? Wenn ich von Hamburg nach München muss und muss an einem Tag im Grunde durch meinen Terminplan in München sein, dann ist das mit dem Zugfahren schwierig. Ansonsten bin ich für alle weiteren Strecken fahre ich auch Bahn, genauso wie Thun. Und da sehe ich eher das Thema, fahre ich Auto oder fahre ich Bahn? Und ich entscheide mich eigentlich sehr bewusst dafür, Bahn zu fahren. Und fliege die Strecken, wo ich der Meinung bin, es ist aus Effizienzgründen jetzt im Rahmen meiner Terminplanung gar nicht anders machbar. Aber das betrifft in der Tat nahezu ausschließlich Strecken außerhalb Deutschlands. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich dann mal fliegen kann, dann fliege ich halt einfach super gerne. Dann freue ich mich auch immer schon richtig drauf, dass ich endlich mal wieder fliegen kann. Wohin, auf welchen Flug haben Sie denn verzichtet, den Sie unbedingt nachholen wollen jetzt in diesem Sommer? Oder sobald es wieder geht? Ich möchte wahnsinnig gerne mal wieder, gebe ich zu, auf die Kanaren und da Rennrad fahren, weil das Wetter da zum Rennradfahren einfach immer super ist. Mhm.
Und Herr Thum, wo geht es für Sie hin? Ja, also ich muss zugeben, nachdem ich einmal jetzt die Erfahrung gemacht habe, 2 Wochen Sommerurlaub am Starnberger See bei Regen, mich zieht es auch auf die Kanaren. Ja? Ja. Also allerdings gar nicht Radfahren, also ich bin Strandgänger. Gar nicht nach Übersee? Eigentlich, ich bin kein Überseetyp. Habe ich früher als Einkäufer bei Airbus sehr viel geschäftlich gemacht. Privat habe ich es noch nie gemacht, muss ich zugeben. Ja, wir werden in der Zeit nächste Woche auch berichten, glaube ich, über die Kanaren und ein Hotel dort. Also es geht wieder. Man kann wieder hin. Und mir bleibt jetzt am Ende im Grunde nur, Sie noch mal zu fragen, ob das alles realistisch ist, was wir hier knappe Dreiviertelstunde besprochen haben. Nämlich, es kommt auch immer wieder die Frage vom Publikum, kann man diese Energiemengen eigentlich erzeugen, vor allen Dingen grün? Also, dass man all das umwandelt, dass man die Biokraftstoffe hat und so weiter. Das ist ja eine Wahnsinnsanstrengung. Wie viel Zeit brauchen wir dafür und haben wir diese Zeit noch, um die Klimaschutzziele zu erfüllen, Frau Kaiser-Pützella? Aber genau das ist aus unserer Sicht auch der springende Punkt. Also wir müssen da jetzt wirklich schnell zu einer Hochskalierung kommen in der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, sodass wir bis zum Ende des Jahrzehnts da zu großen Mengen gekommen sind. Und das Gleiche, was Herr Thum sagte, es wird geopolitische Anstrengungen erfordern, da entsprechende Kraftstoffmengen, insbesondere auch Wasserstoffmengen, verfügbar zu machen. Und damit müssen wir sofort anfangen und da müssen wir Gas geben. Herr Thum, haben Sie dem noch was hinzuzufügen? Einfach genau Bestätigung, ja, es ist machbar, wir müssen es wollen und es gibt genügend Sonnenenergie auf der Erde. Das ist allemal bekannt. Lassen Sie uns jetzt anfangen, lassen Sie es uns tun. Technisch ist das kein Problem mehr, das ist keine Vision, es kann Realität werden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für das Gespräch und möchte jetzt noch überleiten, denn nach einer kurzen Pause wird gleich über Innovation und Regulierung diskutiert. Und wenn Sie denken, es kann nicht spannender werden, dann unterschätzen Sie meinen Kollegen Markus Rohwetter gewaltig. Der mag nicht die beste Tennisvorhand haben, aber gut moderieren, das kann er allemal. Und in der Zwischenzeit können Sie dieses Format nutzen fürs Networking, das Sie wahrscheinlich zurzeit nur von LinkedIn und so weiter gewohnt sind. Aber hier können Sie im virtuellen Raum sich auch austoben. Viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Zuschauen.